schnell wie ein echter Hexer sein werde. Aber heute beim Training konnte ich ihn treffen. Ihr habt Lambert geschlagen? Wir fochten, als dieser Sturm kam. Lambert sah weg. Ich machte eine Pirouette und traf ihn am Bauch. Aber er fiel nicht und besiegte mich dann doch. Ihr seid schon jetzt ein guter Schwertkämpfer. Jedes Mal, wenn Lambert mich besiegt, sagt er, dass ich Potenzial habe. Okay. Los geht's. Ding. Im UDS, das heißt über die Schulter, Modus in Richtung Zasea ist, dem Feinden auszuweichen. Mimi. Oha. Ihr könnt einen Hexer nicht besiegen. Nee. Oh, bam. Und zack. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Okay, nehmen wir den nächsten. Und den da. Und den da. Und, ah, das an den Kreisen ist doch die Lebensanzeige. Okay. So, das habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Aber danke. Danke für die Info. Du. Ich glaube, wir müssen hier weiter. Greifensymbol ist der Gruppenkampfstil mit C. Okay, ja klar, pack dein Schwert weg, brauchst du es ja nicht. Zack, der Greif. Oh, das sind... Jetzt treffe ich auch hier außen rum, ne? Oh, das ist praktisch. Ah, damit kann ich AOE-Attacken machen. Das ist toll. Stell mal dein Schwert weg. Nee. Kann ich hier jetzt immer noch... Oh, die kann ich looten. Alles nehmen. Ich nehme mir alles. Sind einfach weg. Ich will, du musst doch alles mitnehmen. Überreste. Die sind aber schnell zergangen. Die Armen. Küche. Abgeschlossen. Fass. Alles mitnehmen. Wir looten erstmal alles, ne? Hallo, Leo. Ich glaube, wir müssen hier runter. Ich glaube, wir müssen in den Keller zu der Mutter gehen, ich glaube. Diese Stufen führen zum Laboratorium. Ach, was. Gehen wir. Oh, für sowas eine Zwischensequenz. Bitte, Leute. Ja gut, das Spiel ist auch schon etwas älter, ne? 2007. Meine Fresse, 2007. 7 Jahre ist das Spiel alt. Stellt euch das mal vor. Reicht die Energie, die ihr aus dem Kreis der Elemente gezogen habt, denn aus, die Hexer aufzuhalten? Ha, ihr habt euch beschützt, aber ihr wollt alle haben und keinen für euch übrig lassen. Hat der Anblick eines einzigen Hexers, des Weißen Wolfs, persönlich Furcht geweckt? Dieser Mann, der als tot galt, ist ein bekannter Mörder, wie ich hinzufügen möchte. Ich fordere ihn nur zu gern heraus. Leo, zurück! Kommt schon, kleiner Professor. Kleiner Professor. Zeit ist wichtig. Ich beherrsche die Macht des Kreises der Elemente. Sie sind keine Gefahr. Oh nein, die Mutagene in 15 Minuten zur Teleportation bereit haben. Wir wollen wirklich die Mutagene. Müssen wir uns beeilen. Wenn die wirklich die Mutagene wollen. Der Weg ist versperrt. Ach was, der Weg ist magische Barriere sieht stabil aus. Wir brauchen Triss. Die rauben uns aus. Geralt, mach den Weg frei. Nutzt ein Zeichen. Zeichen? Das Art. Ich kann das nicht, seit ich mir die Finger am Handschuh gebrochen habe. Oh, wirkt das Art auf den Schutt. Ich erinnere mich nicht an die Zeichen. Gehen wir zum Kreis der Elemente, einer starken Quelle der Macht. Ihr müsst die Zeichen lernen. Gehen. Okay. Ich freue mich ja wieder erstmal auf Igni. Und Igni werde ich wahrscheinlich auch leveln, das weiß ich jetzt schon. Igni und Art sind die 2 wichtigsten Zeichen. Wahrscheinlich werde ich vollkommen auf Igni gehen. Diddle-di-ding. Schwing. Ich glaube, jetzt kann ich das Art. Erfolg? Weg damit. Ja. Ich wusste, es würde klappen. Wir müssen hoch, ehe Lambert den Furchtbringer selbst tötet. Nein, mit einem einzigen Schlag töten. Okay. So, jetzt aber los hier. Wie kann ich in Art jetzt wirken? Art auf Steine wirken. Ah. Okay. Rechtsklick. Gut zu wissen. Bin jetzt schon wieder draußen. Ja, anscheinend bin ich wieder draußen.
Und wenn mein Spiel nicht abstürzt, dann funktioniert es auch. Jetzt habe ich Angst. Nächste Ladezeiten. Da dreht mein Prozessor, dreht da durch. Der kommt da nicht klar. Entweder laden oder aufzeichnen, aber nicht beides, sagt er gerade zu mir. Was habt ihr erfahren? Die Banditen haben das Labor durchsucht. Der Magier schuf mit Hilfe des Kreises der Elemente eine magische Barriere. Zum Kuckuck, dummen Kinder, wieso habt ihr den Kreis nicht erwähnt? Triss, mein Kind, es schien nicht wichtig. Der Magier hat sich nach dem Kreis ausgerichtet, um ein stabiles Portal zu schaffen, durch das er überall auf dem Kontinent reisen kann, mitsamt eurer Ausrüstung. Na super, ja, das war's dann mit dem Muttergehen, ne? Ich hab gesagt, der Magier sei harmlos. Ich sagte, ich kannte ihn nicht. Wir sollten jetzt hört doch mal den Frauen zu, was sie so sagen haben. Wir wissen, ihr wollt gern unsere Hexergeheimnisse sehen. Wesemir, ich kann für nichts garantieren, wenn dieser Idiot nicht die Klappe hält. Genug. Lambert ärgert Triss nicht so. Ja, aber echt, Lambert. Halt mal die Fresse jetzt. Triss ist eine gute Zauberin. Wir verstehen auch was von Taktik. Sollen wir uns aufteilen? Auch wenn wir die Frisur etwas 70er Jahre ist, aber. Oder 90er. Wir müssen uns aufteilen. Wer geht wohin? Ich gehe hinunter. Nur ich kann die Barriere durchbrechen. Wesemir? Ich bleibe hier und kümmere mich um den Furchtbringer und Savola. Und ihr, Geralt? Wir brauchen vielleicht beide eure Hilfe. Ich würde schon gerne mit Triss gehen eigentlich. Aber der Furchtbringer? Ich gehe mit Triss. Das Labor ist wichtig. Ich gehe mit Triss. Ich auch. Ich auch. Und Lambert bleiben bei mir. Savola hat einen Zauber gewirkt. Etwas geht hier vor sich. Schaut ein bisschen komisch, hm? Der Boden bebt. Spürt ihr es? Sie brechen durch. Los. Lasst uns keine Zeit verlieren. Oh oh. Unser Klatzi-Typ. Klatzi-Brenny kommt wieder. Hm? Ist er aus Watch Dogs entschieden? Ausgebrochen. Schnell, verteidigt das Labor. Schnell. Steh nicht so dumm rum. Und noch mehr. Ich habe überhaupt nichts gemacht und es lädt die ganze Zeit einfach nur. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber was soll man dagegen unternehmen? Könnte mal etwas mehr RAM und alles in RAM schreiben. Ich habe genug RAM. Mach jetzt. So, jetzt geht's los. Komm. Oh. Ein schwerer Kampf wartet. Nehmt diesen Trank namens Waldkauz. Okay. Er regeneriert Ausdauer und ist sehr nützlich im Kampf gegen Magier. Alles klar. Wie ging das? Hier. Waldkauz. Ich kann ihn einfach so benutzen, ne? Go, 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 go. Swing. Go, go, go. Ich hab den Greifen. Das ist die Gruppe. Aber hier sind noch große Gegner. Oh, wer kommt denn da? Hä? Und kontrolliert jetzt den Furchtbringer? Ich werde einen mächtigen Dämon rufen, der euch in Stücke reißt. Das will ich sehen. Er ist durch die Teleportation erschöpft. Wir erledigen ihn und kommen zu euch, ehe ihr die Barriere durchbrecht. Ich gehe wieder auf Y. Ihr habt euren Gegner unterschätzt. Das macht die Energie meines Volkes nicht stärker. Oh, 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 oh. Ja, ist ja klar, was wir zu tun haben. So, machen wir hier einen nach dem anderen fertig. Zack, das war der letzte. Dann kümmern wir uns um ihn. Oh, oh. Er ist weg. Ah, direkt vor mir. Und bam. Und noch mal weiter. Zu schnell. Los. Oh, jetzt haut er schon wieder ab, der Penner. Okay. Wo ist der? Und zack. Und mach. Komm. Und haut er schon wieder ab. Das ist unglaublich, wenn ich kann den nicht treffen.
parieren. Ja. Ich hau den einfach um. Wie kann der denn im Liegen parieren? Was ist denn mit dir los? Okay. Das ist merkwürdig. Merkwürdig. Na, hau ich nicht von ihm. Das kannst du nicht parieren. Jetzt greif doch an! Ich brenne! Ich brenne! Oh Mann, jetzt brenne ich auch noch. Nicht gut. So, und jetzt kommen wir wieder. Aber ich glaube, ich habe ihn bald. Okay. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Links liegt auf, ihn und ihn zu erledigen. Alles klar. Bam! Oh yeah! Also was mit dir? Die wollen zum Labor! Und jetzt zum Labor. Was ist mit dem Ungeheuer oben? Ich wollte helfen, aber ich konnte diesen merkwürdigen Kreis nicht durchbrechen. Savola sieht die Radieschen von unten wachsen. Darauf kommt es an. Wir müssen zum Labor. Muss ich noch looten. Los jetzt. Okay. Ah, Überreste. So, was hast du alles dabei? Oh, schönes Zeug. Mitnehmen. Und weiter geht's in der nächsten Folge. Tschüss, Mädels.